Keine Angst, ich bin nicht in einem tropischen Regenwald gelandet. Nein, ich bin hier im Naturmuseum in Bozen. Ja. Und heute geht es um wunderschöne Insekten. Ja. Ihr wisst eh schon, um was es geht, nämlich um Schmetterlinge. Ja. Und hier in diesem Terrarium, da sind Mondfalter. Ja. Und die leben hier in ihren verschiedenen Lebensstadien. Und das hier sind die Kokons der Mondfalter. Aber warum die sich darin verstecken? Ja, da müssen wir Monika fragen, denn die ist heute unsere Schmetterlingsexpertin. Hallo Monika. Hallo Stefan, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ja, danke, dass wir hier sein dürfen. Ja, natürlich. Du, Monika, was hat es denn mit diesen Kokons auf sich? Du hast es ja schon gesagt, in all diesen Kokons, da leben wirklich kleine Schmetterlinge. Und du musst wissen, Schmetterlinge sehen im Laufe ihres Lebens nicht immer gleich aus. Die verändern sich. Aus einem kleinen Ei schlüpft eine Raupe. Diese Raupe frisst und frisst und frisst und frisst. Und weil sie deshalb immer größer wird, muss sie sich häuten. Und bei der letzten Häutung wird eine Puppe daraus. Du siehst sie hier drinnen sitzen. Und um diese Puppe herum ist noch eine schützende Hülle, ein Kokon. Und das schaut dann so aus. Schau mal, dieser Schmetterling hier ist zum Beispiel schon geschlüpft. Boah, das ist ein Kokon mit drinnen mit einer Puppe. Genau, da ist nur mal die Puppenhülle drinnen. Boah, und da kommt dann ein richtig großer Schmetterling heraus. Hat der da Platz? Ein richtig großer Schmetterling wie der da unten, ganz genau. Der ist natürlich zuerst noch ganz klein mit zusammengefalteten Flügeln, die sich dann aber aufpumpen und trocknen müssen und dann kann der Schmetterling losfliegen. Und wieso heißt denn dieser Schmetterling da eigentlich Mondfalter? Schau, wenn du genau hinschaust, dann siehst du, dass da so halbmondförmige Zeichnungen sind auf seinen Flügeln. Und deswegen hat diese ganze Gruppe der Mondfalter diesen Namen. Ah, diese Augen da. Genau. Ah, okay. Du, aber gibt es noch andere Schmetterlinge hier? Wir haben noch ganz besondere Schmetterlinge hier. Komm mal her. Schau mal da hinein. Das ist der größte Schmetterling überhaupt. Ist der groß? Das ist auch der größte Schmetterling der Welt. Der Atlasspinner. Der größte Schmetterling der Welt, genau. Atlasspinner. Boah. Und der entwickelt sich gerade in diesen Puppen, die du hier sehen kannst. Ja, und der fliegt auch einmal ab und zu bei uns im Garten oder wie herum? Nein, natürlich nicht. Das sind alle Schmetterlinge, die man nur in den Tropen finden kann. Ah. Bei uns wären Schmetterlinge maximal so groß, größer werden sie nicht. Ja, und was hat der Atlasspinner hier für komische Zeichnungen auf dem Flügel? Wenn du ganz genau hinschaust, Stefan, schau mal, dann erinnert diese Flügelspitze am Vorderflügel an einen Schlangenkopf. Kannst du sehen, das Schwarze ist das Auge. Ja, da hat er sich schon wieder verwandelt. Ja, Schmetterlinge sind richtige Verwandlungen. Ja, das ist ein richtiger Superverwandler. Genau. Aber auf Schmetterlinge können noch viel mehr als sich verwandeln. Und ich werde dir noch ein bisschen was zeigen, wenn du Lust hast. Ja, gerne. Kommst du mit? Ja, da kommen wir ja mit. Monika, wenn ich mir das recht überlege, dann kommt mir das so vor, als ob die Schmetterlinge eigentlich richtige so Superhelden sind, wie Superman oder so. Ja, da hast du fast recht, Stefan. Schmetterlinge können wirklich außergewöhnliche Dinge. Zumindest für uns Menschen sind sie recht außergewöhnlich. Ja, das glaube ich auch. Schau dir mal den da an. Hast du den schon mal gesehen? Das ist der Totenkopfschwärmer. Boah, das ist ein Pirat. Sieht fast ein bisschen nach Pirat aus. Auf jeden Fall hat er einen Totenkopf auf seiner Schulter. Wow, gruselig. Schon ein bisschen. Er wurde auch lange als Unheilbringer angesehen. Ah, dass er nicht gut, dass er nicht Glück bringt sozusagen. Ganz genau. Oh.
Und dieser Totenkopfschwärmer, der kann tatsächlich von Afrika bis nach Europa fliegen. Stell dir das mal vor. Von Afrika bis nach Europa? Ja. Das ist du ja. Du brauchst ein Flugzeug dafür. Ja, nicht nur ich. Ja, nicht nur du. Ja. Ich auch. Wahnsinn. Stimmt. Der Totenkopfschwärmer schafft es so. Aha. Und das ist für so einen kleinen Schmetterling schon eine erstaunliche Leistung, oder? Boah, da muss er weit fliegen. Hm? Ja, und die da? Das da sind zum Beispiel wieder Schmetterlinge, die was anderes gut können. Ja, was? Die riechen nämlich besonders gut. Weißt du, womit Schmetterlinge riechen können? Nein. Die haben keine Nase, so wie du und ich, sondern die haben Antennen am Kopf. Also Fühler, so wie der hier zum Beispiel. Ah, diese großen Fühler. Diese großen gefiederten Fühler. Und besonders Männchen müssen gut riechen können bei den Schmetterlingen. Herrlich. Schau mal her. Dieses Männchen hier, das riecht nämlich sein Weibchen mit seinen Fühlern. Und die können das über mehrere Kilometer Entfernung. Stell dir vor, das Weibchen sitzt am Dach vom Naturmuseum, also im Zentrum von Bozen, und das Männchen an der Autobahnausfahrt Bozen Süd, das ist eine Entfernung von 8 oder 9 Kilometern, Nimmt er das Handy und ruft an, oder wie? Nein, er braucht nicht anrufen, Er riecht's. Er fliegt einfach im Zickzackflug zum Weibchen. Das ist ja unglaublich. Ich kann ja überhaupt nicht einmal riechen, wenn jemand einen Meter von mir entfernt ist. Das kommt darauf an, wie gut er riecht. Ja, wenn er nicht gut riecht, vielleicht. Auch wenn er gut riecht, ja. Ja, Wahnsinn, und die haben so große Fühler. Die haben ziemlich große Fühler. Ja. Vor allem sind sie so schön aufgefächert. Siehst du das mit der Lupe? Und das hier, was ist hier? Das hier ist der Morphofalter. Schau dir mal diese funkelnde Farbe an. Wenn du da drehst, dann siehst du, dass das Licht immer in einem anderen Winkel auf diesen Schmetterling scheint. Und je nachdem funkelt dieses Blau in den unterschiedlichsten Tönen. Aber was hat das eigentlich für einen Sinn für den Schmetterling, dass er so schön funkelt, so hell leuchtet? Wenn er nämlich vom Urwaldboden auffliegt und in diesen verschiedenen Blautönen funkelt, dann erschreckt er damit seine Fressfeinde, einen Vogel zum Beispiel. Ah, dann hat er wieder jemand in die Flucht geschlagen. Ganz genau. Boah, und wieder einmal überlebt, der Superheld. Und was sind das hier für Schmetterlinge? Da siehst du alle möglichen Schmetterlinge, Stefan. Bis jetzt haben wir ja hauptsächlich Schmetterlinge aus den Tropen gesehen. Hier siehst du aber auch einige einheimische Arten, die bei uns in Südtirol vorkommen. Schau mal. Dieser Segelfalter hier zum Beispiel oder das Tagpfauenauge. Der Distelfalter hier, der fliegt fast genauso weit wie der Totenkopfschwärmer. Boah, also von Europa nach Afrika? Ja, und umgekehrt. Mhm. Also du siehst, es gibt die unterschiedlichsten Formen bei solchen Schmetterlingsflügeln. Schau mal, Stefan, Schmetterlinge haben noch eine Superkraft. Sie haben einen ganz besonderen Trick, um sich sauber zu halten. Nimm den mal in die Hand. Ja. So. Vorsichtig. Superkraft. Schau mal, was passiert, wenn ich da Wasser drauf gieße. Boah, das perlt ab. Das perlt wirklich ab. Das springt runter, das Wasser. Also moin. Wahnsinn. Das perlt nicht nur ab, sondern das hält dein Schmetterling auch gleichzeitig sauber. Wie, dann braucht er gar nie duschen? Eigentlich nicht, nein. Das wäre praktisch. Ich kann dir mal zeigen, wie das funktioniert. Schau mal her. Wenn ich hier Schmutz drauf gebe. So, was ist denn das? Das ist eine spezielle Farbe, eine spezielle Fassadenfarbe, die diesen Effekt vom Schmetterling nachmacht. Ah, das haben wir Menschen haben das nachgemacht. Genau, wir Menschen haben das der Natur nachgemacht. Aha, Nachmacher. Selbstreinigende Oberflächen sind für Menschen auch ganz praktisch. Ja. Und wenn ich da jetzt einen großen Tropfen Wasser drauf gebe. Die perlen auch ab, aber nicht ganz genau. Oh, das ist schwierig. Und der Tropfen, schau mal her. Der wird schmutzig. Der wird schmutzig, aber die Platte darunter wird sauber. Wahnsinn. Und genauso funktioniert das beim Schmetterling. Geniale Erfindung, oder? Ups. Oh, jetzt ist der Boden schmutzig. Was ist denn das? Ich sehe schon, sie hat dich gleich erschreckt. Oh, ist das ein Schmetterling? Nein. Schmetterling ist es kein, aber es wird mal ein Schmetterling. Ah, das ist eine Raupe. Das ist eine Raupe, ganz genau. Und sie hat genau das geschafft, was sie wollte, nämlich dich oder einen Vogel erschrecken. Ja, aber die sieht ganz schön bedrohlich aus. Die sieht ziemlich bedrohlich aus. Wo glaubst du, ist der Kopf von dieser Raupe? Ja, der Kopf ist da vorne wahrscheinlich und das da sind die Augen, oder? Ja, das sieht genauso aus, ist aber nicht so. Schau mal, das ist der Kopf von der Raupe. Die eigentlichen Augen sind hier links und rechts. Und das, was du oben siehst, das ist nur Täuschung. Und da hinten, schau mal, da hat sie zwei solche Fortsätze am Hintern. Und aus denen kann sie noch zwei rote Schläuche ausstülpen, mit denen sie
die sie bewegen kann. Wie Fühler oder eine Zange? Fast ein bisschen wie Fühler und so wird der Vogel auf das Hinterteil abgelenkt. Wenn der Vogel der Raupe ins Hinterteil beißt, dann ist das für sie nämlich weniger schädlich, als wenn er den Kopf abbeißt. Ja, weil ohne Kopf wird sie nicht mehr lange leben. Ohne Kopf wird sie nicht lange überleben, ohne Hintern vielleicht etwas länger. Ja, und gibt es noch andere Raupen, die sich so tarnen, so Superkräfte, jetzt bin ich weg. Gibt es auch, komm mal her, ich zeig dir eine. Ich bin nicht da. Diese Raupe tut nämlich wirklich so, als wäre sie nicht da. Sie tut einfach so, als wäre sie ein Ast. Also, die sieht auch aus wie ein Ast. Sieht auch aus wie ein Ast. Die Raupe ist nämlich nicht das da unten, sondern das da oben. Ah. Oder Stefan, es gibt auch Raupen, die einfach so tun, als wären sie Vogeldreck. Und welcher Vogel frisst schon seinen eigenen Dreck? Aha, und da meint der Vogel, ja, das mag ich jetzt nicht mehr. Ganz essen. Genau. Ja, das ist eine schlaue Raupe. Wahnsinn, okay. Ja, und das ist ein Meerschweinchen, oder? Das hat, sieht das, fast so aus, ist aber eine besonders haarige Raupe. Die Haare von solchen Raupen sind meistens giftig. Sogar giftig? Die sind richtig giftig. Ein Vogel kann daran sterben zum Beispiel, oder er übergibt sich zumindest. Also es verdirbt ihm ganz schön den Magen. So, und dann merkt er sich das und frisst die Raupe nie mehr. Dann merkt er sich das hoffentlich für den Rest seines Lebens. Boah, die Monika weiß aber ganz schön viel über Schmetterlinge. Aber damit Wissenschaftler so richtig viel über Schmetterlinge herausfinden, Stefan, müssen sie die erst mal fangen. Und das ist nicht immer ganz so einfach. Wie fangen die Schmetterlinge? Naja, bei denen, die tagsüber unterwegs sind, da kann man Netze verwenden. Ah, mit einem langen Stiel und dann... Ganz genau, einfangen. So wird das gemacht. Aha. Und die nachts unterwegs sind, die kann man mit speziellen Leuchtzeichen machen. Moment, gibt es nachts auch Schmetterlinge? Es gibt sogar ziemlich viele Schmetterlinge, die nachts unterwegs sind. Ah, das und schau ich mal. Oh, oh. Da kann man so ein Leuchtzelt verwenden. Durch dieses Licht werden die Schmetterlinge angelockt. Aha. Und dann kann man sie absammeln, beobachten. Wenn man eine besondere Art findet, können sie die Wissenschaftler mit ins Labor nehmen. Ah, das ist ein bisschen wie ein Mond. Da meine ja, es sieht tatsächlich ein bisschen wie das Mondlicht aus. Das irritiert die Schmetterlinge auch so. Deshalb fliegen sie in diese Richtung. Ah, weil die orientieren sich am Licht vom Mond. Sie orientieren sich, genau, sie orientieren sich am Mondlicht. Aha. Monika, da habe ich schon eine Idee. Ich werde dann das nächste Mal, wenn ich in den Wald gehe oder auf die Wiese, dann nehme ich ein Netz mit und fange ganz viele Schmetterlinge ein und untersuche sie. Dann. Stefan, das Fangen der Schmetterlinge, das überlässt du lieber den Wissenschaftlern. Ja, wieso? Schmetterlinge sind so kleine und zarte Tiere, wenn wir die berühren, dann können sie sich ganz leicht verletzen und das wollen wir ja nicht, oder? Nein. Und nachdem sie schon sehr bedroht sind und es immer weniger Schmetterlingsarten gibt, ist es vielleicht besser, wenn wir sie nicht berühren. Ah, dann... Heißt das für uns natürlich, die Schmetterlinge nur anschauen und beobachten, aber nicht anfassen. Ganz genau. Ja, danke Monika, dass wir hier sein durften im Naturmuseum. Schön, dass ihr hier wart. Ja, und das war's auch schon wieder bei Pfote. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.